Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung jugendhilferechtlicher Vorschriften. Das ist die Drucksache 19/5144. Der Gesetzentwurf wird eingebracht von Staatsminister Grüttner. Bitte schön, Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Zahl der geflüchteten Kinder und Jugendlichen, die unbegleitet, das heißt weder mit einem Personensorgeberechtigten noch mit einem anderen Erziehungsberechtigten nach Deutschland einreisen, bleibt auf hohem Niveau stabil. Mit Stand vom 01.08.2017 befanden sich in Hessen 5.630 unbegleitet minderjährige Ausländer in jugendhilferechtlicher Zuständigkeit. Zum Vergleich, am 03.11.15 waren es 6.516 und am 01.08.2016 waren es 6.450. Also man sieht, es ist fast konstant geblieben. Kinder und Jugendliche, die aus Herkunftsländern allein nach Deutschland kommen, gehören zu den schutzbedürftigsten Gruppen. Sie müssen ihren Bedürfnissen entsprechend aufgenommen und mit allen ihren Belastungen, auch mit schmerzhaften Erfahrungen und Ängsten aufgefangen werden, aber auch die Möglichkeit erhalten, durch Zugänge zu Angeboten formaler und nonformaler Bildung ihre Potenziale zu entfalten und sich in die Gesellschaft einzubringen. Dies ist eine Aufgabe, an der sich alle Länder gleichermaßen im Rahmen ihrer Kapazitäten beteiligen müssen. Bei aller Überlegung steht für die Hessische Landesregierung das Kindeswohl an erster Stelle. Hier sind wir uns mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Jugendhilfeverbänden einig. Die Unterbringung von unbegleitet minderjährigen Ausländern stellt alle Kommunen und Landkreise vor große Herausforderungen. Die Situation vor der Änderung des Sozialgesetzbuches 8 erlaubte keine bundesweite Verteilung und war für die Haupteinreiseländer, das waren Hessen, Bayern, Saarland, Bremen und Hamburg, eine sehr große Belastung. Die Jugendämter an den Einreiseknotenpunkten, insbesondere Gießen und Frankfurt, konnten wegen der Pflicht zur Inobhutnahme nicht entlastet werden. Die Situation wäre langfristig aus Sicht des Kindeswohls, aber auch für Mitarbeiter der Jugendämter schwer zu ertragen gewesen. Das Gesetz des Bundes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher regelt eine landes- und bundesweite Aufnahmepflicht für diese Kinder und Jugendlichen im SGB VIII. Nach der Aufnahmequote des Bundesgesetzes soll eine gleichmäßige Lastenverteilung unter den Ländern gewährleistet sein. Die Aufnahmequote richtet sich grundsätzlich nach dem Königsteiner Schlüssel. Das Bundesgesetz hält unverändert am Primat der Kinder- und Jugendhilfe auch für unbegleitet minderjährige Ausländerinnen und Ausländer fest. Das Regierungspräsidium, die Länder standen demzufolge Ende 2015 vor der Frage, wie dieses kurzfristig in Kraft getretene Bundesrecht landesrechtlich umgesetzt werden sollte. Es erfolgte eine rasche Umsetzung im November 2015. Ich sage an dieser Stelle auch dank der sehr unkomplizierten und guten Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden. Zur Sicherstellung eines effektiven und am Kindeswohl orientierten Verteilverfahrens zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes hat die Hessische Landesregierung vertreten durch das Sozial-, Finanz- und Innenministerium mit dem Hessischen Landkreistag und dem Hessischen Städtetag ein vorläufiges Verteilverfahren vereinbart. Der vorliegende Gesetzentwurf schafft nun eine dauerhafte gesetzliche Regelung. Eine wesentliche Neuerung durch das Bundesgesetz ist, dass sie dem Landesgesetzgeber gewährt, in engen Grenzen auf die Ausgestaltung des landesinternen Verteilverfahrens Einfluss zu nehmen. Der Regierungsentwurf nutzt diese Möglichkeiten, insbesondere bei der für die Organisation der Verteilung zuständigen Behörde. Dazu haben wir das Regierungspräsidium Darmstadt bestimmt. Dieses Regierungspräsidium hat bereits einen umfangreichen Erfahrungsschatz im Zusammenhang mit Fragen und Verteilung von Asylsuchenden, aber auch von unbegleitet minderjährigen Ausländern. Wesentlich ist ebenfalls die gleichmäßige Verteilung der Lasten auf die hessischen Jugendämter, denn nur so kann das Kindeswohl in jedem einzelnen Fall umfangreiche Berücksichtigung finden. Die landesinterne Verteilung auf die hessischen Jugendämter
erfolgt daher grundsätzlich nach einem fairen Quotensystem, analog zu den Quoten nach dem Landesaufnahmegesetz. Aber die Landesstelle muss, um dem überragenden Gut des Kindeswohls umfangreich Rechnung zu tragen, zunächst überprüfen, ob Bedürfnisse des Gesundheitsschutzes, geschlechtsspezifische Bedürfnisse oder vor Ort zur Verfügung stehende individuell erforderliche Hilfe- und Unterstützungsmaßnahmen nur bestimmte Jugendämter in Betracht kommen lassen. Erst bei mehreren möglichen Jugendämtern erfolgt die Zuweisung mittels einer Quote. Es besteht zukünftig die Möglichkeit, eine weiter ausdifferenzierte Quote in Zusammenarbeit mit den hessischen Gebietskörperschaften im Wege der Rechtsverordnung zu entwerfen. In Artikel 3 des vorliegenden Gesetzes soll eine Vorschrift des Landesaufnahmegesetzes entfallen, die systematisch nicht mehr in dieses Gesetz passt. Der Regelungsbereich der UMA soll vom Regelungsbereich der erwachsenen Asylsuchenden und Flüchtlingen getrennt werden. Die Regelungstiefe hat sich in den letzten Jahren verändert, und dies sollte auch damit zum Ausdruck kommen, dass wir die Rechtsbereiche voneinander trennen. Es handelt sich bei der zu streichenden Regelung zwar um eine Kostenvorschrift, doch führt die Streichung nicht zur Einstellung der Leistungen an die Gebietskörperschaften. Diese werden in Zukunft dem Charakter als freiwillige Leistung des Landes entsprechend in einem Fördererlass verbunden mit einem Haushaltstitel gewährt. Es geht hier also nicht um den Wegfall einer Leistung. Grundsätzlich erstattet das Land den Kommunen die Fallkosten für die Gewährung der Jugendhilfe nach der Einreise, also vorläufige Inobhutnahme, Inobhutnahme und Anschlussversorgung. Außerdem unterstützt das Land Hessen die Jugendämter durch die Finanzierung der Personalkosten für die Bereiche Sozialdienst und Amtsvormundschaft. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf denken wir und sind sicher, dass wir den Bereich der unbekleideten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländer in einem geordneten Verfahren auch in Zukunft am Interesse des Kindeswohls orientiert bearbeiten können. Vielen Dank, Herr Staatsminister, für die Einbringung des Gesetzes. Als erste Rednerin hat schon Frau Kollegin Ravensburg von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. 7,5 Minuten beträgt die Redezeit. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Minister hat eben darauf hingewiesen, dass auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle in 2015 Bundesländer und besonders belastete Kommunen vor einer großen Herausforderung standen, nämlich die hohe Anzahl der nach Deutschland gekommenen minderjährigen unbegleiteten Jugendlichen und Kindern gerecht werden zu können. In Hessen waren besonders Frankfurt wegen Flughafen und Bahnhof und natürlich auch die Erstaufnahmestadt Gießen belastet. Und die rechtliche Verpflichtung zur Inobhutnahme, dass die genau in der Kommune bestand, wo die Flüchtlinge zuerst angekommen waren, war natürlich ein großes Hindernis, um die Flüchtlinge, die Jugendlichen gleichmäßig zu verteilen. Und es drohte bei der Erreichung der Kapazitätsgrenzen, den Jugendlichen eben nicht mehr die notwendige Fürsorge zuteilwerden zu lassen. Es war deshalb sehr gut, dass das SGB VIII auf Bundesebene schnellstmöglich geändert wurde, um die Trennung der vorübergehenden und der dauerhaften Inobhutnahme zu gewährleisten, um die Verteilung der Jugendlichen und Kinder schnellstens zu regeln. Auch in Hessen wurde dann schnell gehandelt im Zuge der zügigen Umsetzung der Neuregelung der Aufnahme und Verteilung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer hat die Hessische Landesregierung eine Übergangsregelung über ein Verteilverfahren mit dem Landkreistag und dem Städtetag vereinbart. Der Minister hat darauf hingewiesen, dass das sehr zügige und auch konstruktive Gespräche mit den Kommunalen Spitzenverbänden waren. Dies orientierte sich an der langjährigen praktizierten Verteilungsmöglichkeit hier in Hessen. Und das beinhaltete auch, dass Hessen von der Möglichkeit einer Öffnungsklausel in dem SGB VIII Gebrauch gemacht hat, um nämlich die Verfahren den hessischen Strukturen anzupassen.
Der vom Sozialminister heute eingebrachte Gesetzentwurf setzt diese Vereinbarung durch eine Ergänzung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfsgesetzbuchs in einem neuen, jetzt siebten Teil um. Ich will an dieser Stelle nur einige wenige, aber mir sehr wichtige Punkte erwähnen. Zunächst wird das Regierungspräsidium Darmstadt, und das ist in Hessen eben die Besonderheit, als zuständige Landesstelle eingesetzt. Für mich ist dieser Grund offensichtlich, denn Darmstadt hat bereits umfassende Erfahrungen bei der Verteilung der Flüchtlinge. Dort arbeiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tief im Thema sind, die die rechtlichen Kenntnisse verfügen, die über die notwendigen Netzwerke auf Bundesebene und zu den Jugendämtern in Hessen schon längst aufgebaut haben. Und das sollten wir nutzen. So ist es auch richtig, dass das Meldewesen durch den RP Darmstadt aufgebaut wird und von dort die Zuweisungen an die Jugendämter vorgenommen werden können. Meine Damen und Herren, um einen fairen Ausgleich für die Kreise und Städte zu erreichen, wird im Gesetz eine Aufnahmepflicht bestimmt für die Jugendämter und das Ganze an eine Zuweisungsquote gekoppelt. Hier muss auch das Rad nicht neu erfunden werden, sondern es kann auf bewährte Verfahren zurückgegriffen werden und damit eine faire Verteilung auf die Jugendämter gewährleistet wird. Aber es ist mir besonders wichtig, hier zu betonen, immer steht das Kindeswohl im Vordergrund. So kann das abgebende Jugendamt auch auf das einzelne Kind bezogene Kriterien mitteilen, denn die kennen ja die Kinder am besten. Und diese sollten dann auch bei der Auswahl auf aufnehmende Jugendämter beachtet werden. Und so muss natürlich immer darauf geachtet werden, es muss auch ein geeignetes Jugendamt gefunden werden. Gründe könnten gesundheitliche, geschlechtsspezifische Gründe sein oder aber auch, wenn Kinder und Jugendliche besondere Hilfe- und Unterstützungsmaßnahmen benötigen. Deshalb ist auch im Einvernehmen mit dem aufnehmenden Jugendamt eine Aufnahme, und das ist wichtig, entgegen der Verteilungsquote möglich, wenn die Kapazitäten der aufnehmenden Stadt oder des Kreises eben ausreichen. Einen letzten Punkt will ich noch erwähnen, den auch der Minister dargestellt hat. Das Gesetz beinhaltet jetzt eine Ermächtigung für eine Rechtsverordnung, um die Zuweisungsquoten für die Jugendämter festzulegen. Und deshalb, meine Damen und Herren, das vorliegende Gesetz bildet eine wichtige Rechtsgrundlage für die Verteilung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer. Das Gesetz stellt sicher, dass die Verfahren klar, eindeutig und pragmatisch in Hessen geregelt werden. Denn Kinder dürfen nicht im Gesetzesdickicht untergehen, sondern den besonderen Schutzbedürfnissen unserer Kinder und Jugendlichen, die jetzt nach Hessen gekommen sind, muss Rechnung getragen werden. Verfahren müssen dem Kindeswohl untergeordnet werden und nicht umgekehrt. Meine Damen und Herren, und deshalb freue ich mich auf die Beratung im Ausschuss. Vielen Dank, Frau Kollegin Ravensburg. Als nächster Redner spricht nun Kollege Merz von der SPD-Fraktion. Bitte, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der vorgelegte Gesetzentwurf ist Ausdruck der Tatsache, dass wir uns mittlerweile in einer Phase befinden, wo die Alltagsfragen bei der Unterbringung und Integration von unbegleiteten minderjährigen Ausländern, unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen geregelt werden müssen. Und dabei ist große Sorgfalt erforderlich, und dabei ist insbesondere erforderlich, das Kindeswohl immer und immer wieder in den Mittelpunkt zu rücken und die Bedürfnisse des einzelnen Jugendlichen oder Kindes in den Mittelpunkt zu stellen. Dazu hat der Minister viel Richtiges gesagt, und er hat auch viel Richtiges gesagt, was sozusagen die Interpretation dieses Gesetzentwurfs angeht. Ich habe nicht die Absicht, das jetzt alles zu rekapitulieren und die einzelnen Maßnahmen einzuordnen. Ich stelle fest, nach der Lektüre der uns zur Verfügung gestellten Unterlagen aus der Regierungsanhörung, dafür übrigens meinen Dank,
dass es im Detail eine Reihe von Fragen gibt, dass es im Detail auch unterschiedliche Auffassungen gibt, wie in einer solchen Materie im Grunde auch unvermeidlich, weil wir es natürlich hier im Spannungsverhältnis zwischen den Bedürfnissen des einzelnen Kindes, des einzelnen Jugendlichen oder allgemeiner ausgedrückt des Kindeswohls auf der einen Seite und den Interessen der aufnehmenden Kommunen, der aufnehmenden Jugendämter und zwischen den verschiedenen Jugendämtern es sich zu bewegen gilt. Deswegen sind Interessenkonflikte und auch bei den Wohlfahrtsverbänden, die ja auch kritische Anmerkungen gemacht haben, ist das umso verständlicher, weil sie natürlich dann in der endgültigen Arbeit mit diesen Kindern und Jugendlichen ja beschäftigt sind und betraut sind. Das machen ja die Jugendämter in aller Regel dann nicht selber, nachdem sie aufgenommen haben. Das heißt, es gibt eine Reihe von Dingen im Detail noch einmal zu beachten. Es gibt eine Reihe von Fragen, die aufgeworfen sind, die noch einmal kritisch zu beleuchten sind. Deswegen werden wir auf eine schriftliche und mündliche Anhörung dringen. Und in dieser Anhörung die verschiedenen Fragen, von denen ich jetzt gesprochen habe, die ich hier auch nicht en Detail zu erläutern habe, diese noch einmal einer kritischen Würdigung überziehen. Ich sage aber, dass das Gesetz im Grunde eine Reihe von Regelungen enthält, die quasi unausweichlich sind. Und deswegen glaube ich, spricht auch nichts für eine konstruktive Beschäftigung, wie wir das ja in diesen Fragen auch in den letzten Jahren überwiegend gehandhabt haben. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Merz. Als nächster Redner spricht nun Kollege Lenders von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Am Anfang der Plenarwoche habe ich gedacht, dass wir gerade aus dem Sozialbereich jetzt hier viele erste Lesungen aus dem Sozialbereich haben. Ich gedacht hätte, vieles davon ist eigentlich unstrittig und der Regelbedarf nicht sonderlich tief. Jetzt habe ich vieles gelernt, vor allen Dingen von dem Kollegen Merz, dass es dann vielleicht dann doch wert ist, in jedem Fall eine auch mündliche Anhörung zu machen. Das ist ja dann gut, wenn man einen kritischen Blick darauf wirft. Das wird den Ausschuss dann jetzt ein wenig beschäftigen. Meine Damen und Herren, wir sehen in dem vorliegenden Gesetzentwurf vor allen Dingen die Umsetzung bundesrechtlicher Vorschriften und dass das Land jetzt die Öffnungsklausel nutzen wird, um die Verteilung im Land Hessen dann auch möglich zu machen, sehen wir unkritisch. Natürlich muss man immer genau hinschauen, wenn es gerade um unbegleitete Flüchtlinge, jugendliche Flüchtlinge geht, dass man dort dreimal sensibel ist. Aber ich kann für uns als FDP-Fraktion sagen, dass wir tendenziell diesem Gesetzentwurf auch zustimmen werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Faulhaber von der Fraktion DIE LINKE. Bitte, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Da es um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge geht, muss man erst einmal konstatieren, dass sie zur verletzlichsten Gruppe innerhalb der Schutzsuchenden gehören. Und die haben in der Regel ja eine mehrmonatige aufreibende Flucht hinter sich. Und sie sind auf dem Weg nach Deutschland oft von schlimmen Erlebnissen geprägt worden. Sie haben Gewalt erlebt, sie haben Menschen sterben sehen, und sie selbst haben manchmal nur knapp überlebt. Und diese oftmals traumatisierten und hochbelasteten Jugendlichen brauchen einen sicheren Ort, an dem sie zur Ruhe kommen und eine neue Perspektive entwickeln können. Und deshalb muss das Kindeswohl das zentrale Motiv der anstehenden Gesetzesnovelle sein. Meine Damen und Herren, das neue Verfahren zur Verteilung minderjähriger Flüchtlinge im Bundesgebiet, das ist seit Ende 2015 in Kraft, hat viel Kritik seitens der Fachverbände erfahren.
In Anwendung ist nun ein Verteilungsmodus, der sich weitgehend am Königsteiner Schlüssel orientiert, also an dem Verfahren, mit dem erwachsene Asylsuchende auf die Bundesländer verteilt werden. Und davon gibt es einige Ausnahmen. Und so soll zur Verteilung etwa dann, soll die Verteilung etwa dann unterbleiben, wenn eine Gefährdung des Kindeswohls zu befürchten ist. Und diese Ausnahmeregelung, meine Damen und Herren, ist meiner Ansicht nach nicht ausreichend. Denn eine Kindeswohlgefährdung beschreibt eine Extremsituation. Ich finde, eine Weiterverteilung der betroffenen Minderjährigen sollte nicht erst dann ausgeschlossen sein, wenn eine akute Gefahr für das Kindeswohl droht. Es sollte vielmehr ausschließlich darauf ankommen, was im positiven Sinne dem Kindeswohl dient. Das gilt für den Verbleib am Ort, und es gilt für die Weiterverteilung. Meine Damen und Herren, in dem nun vorliegenden Gesetzentwurf werden Öffnungsklauseln des SGB VIII genutzt, um das Verfahren der landesinternen Verteilung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zu regeln. Auch in diesem Gesetzentwurf wird meiner Ansicht nach, wie im bundesweiten Verteilungsmodus, das Gebot der Priorität für das Kindeswohl nicht konsequent berücksichtigt. Das trifft insbesondere auf den von Ihnen vorgeschlagenen § 59 Absatz 1 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs zu. Dort geht es um die landesinterne Zuweisung an die einzelnen Jugendämter. Bei der Zuweisung sollen vorrangig die Bedürfnisse des Kindes oder Jugendlichen berücksichtigt werden, aus Gründen des Gesundheitsschutzes, geschlechtsspezifischer Natur und nach Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen. Und diese Aufzählung ist meines Erachtens nicht ausreichend. Sie gibt nur einige wenige Aspekte wieder, die der Begriff des Kindeswohls umfasst. Die Liga der freien Wohlfahrtspflege in Hessen hatte deshalb in ihrer Stellungnahme vorgeschlagen, eine Formulierung zu wählen, wonach vorrangig das Kindeswohl zu berücksichtigen ist. Aber leider ist die Landesregierung dieser Empfehlung nicht gefolgt. Auch an anderer Stelle macht die Begründung zum Gesetzentwurf stutzig. So soll im neuen § 60 Nummer 2 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches eine Ermächtigung geschaffen werden, um per Rechtsverordnung Regelungen hinsichtlich der vorläufigen Inobhutnahme nach § 88a SGB VIII zu schaffen. Die vorläufige Inobhutnahme beschreibt die Zeitspanne vom Erstkontakt bis zur Verteilungsentscheidung. Sie kann zur endgültigen Inobhutnahme erstarken, wenn eine Verteilung etwa aus Gründen der Kindeswohlgefährdung unterbleiben muss. Der oder die Minderjährige wird in diesem Fall nicht mehr weiterverteilt. Die Landesregierung befürchtet nun, dass in Städten mit Erstaufnahmeeinrichtungen dauerhaft Kapazitätsprobleme entstehen könnten. Und deswegen soll jetzt per Rechtsverordnung eine andere örtliche Zuständigkeit für die vorläufige Inobhutnahme gewählt werden können. Indem zeitlich noch vor der vorläufigen Inobhutnahme angesetzt wird. Aber damit könnte die eigentlich bestehende gesetzliche Regelung aus dem SGB VIII weitgehend ausgehebelt werden. Die besagt ja, dass die vorläufige Inobhutnahme am Ort des tatsächlichen Erstkontakts entsteht und erst wenn das Kindeswohl gefährdet ist, eine endgültige Inobhutnahme daraus erstarkt und in diesem Fall gerade nicht weiterverteilt wird. Das, meine Damen und Herren, halte ich doch für zumindest erläuterungswürdig. Es ist sicherlich nicht der Zweck sogenannter Öffnungsklauseln im SGB VIII, Rechtsverordnungen zu ermöglichen, die die bestehenden gesetzlichen Regelungen im Sozialgesetzbuch umgehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Faulhaber. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen. Oh, Herr Kollege Bocklet. Dann bitte schön. Sie haben das Wort. Okay. Ich muss mal hier ein Beweissicherungsverfahren eröffnen, wenn ich meine Reden abgegeben habe. Alles klar. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Nach den Reden über die Inhalte von Herrn Minister Grüttner sowie von Frau Ravensburg, die ich finde, das sehr umfänglich auch inhaltlich dargestellt haben, müssen wir das Ganze jetzt nicht noch einmal wiederholen. Im Wesentlichen reden wir über ein Verteilverfahren, über verwaltungstechnische Abläufe,
Man kann wie jedes Gesetz auch damit noch überfrachten, welche Diskussionen man noch anstoßen kann über qualitative Standards. In diesem Fall und diesem Gesetzentwurf geht es aber nur darum, wie es vorgetragen wurde, um die Verteilquoten, um verwaltungstechnische Abläufe. Die sind gut und hinreichend erklärt worden, sie sind gut und hinreichend umgesetzt worden. Ich sehe momentan wenige Fragen, die sich noch anschließen könnten. Insofern sind wir sehr optimistisch, dass das Gesetz auch so verabschiedet wird. Alles andere klären wir in den Ausschüssen. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. So, jetzt liegen aber wirklich keine Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Debatte. Wir überweisen den Gesetzentwurf der Landesregierung zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den SIA.